Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Part von Tourist Trophy. Heute holen wir uns die Speziallizenz und ja, ich werde euch wieder nur die Goldzeiten zeigen. Diesmal aber werde ich die Zeiten nicht nachkommentieren, sondern ich versuche das schon halt live zu moderieren, zu kommentieren. Aber erwartet jetzt nicht, dass ich zu viel rede. Ich werde wahrscheinlich sehr wenig reden. Aber ja, hier kommt schon die erste Goldzeit. Versuch Nummer 4. Diesmal schaffe ich das jetzt auch. Das Motorrad kann extrem gut einlenken, wie ich finde. In den ersten zwei Versuchen aber war ich ein bisschen zu vorsichtig gewesen, aber ich kann sehr viel aggressiver hier einlenken. Mache ich jetzt auch. Jetzt habe ich die Schikane hier nicht vergessen. Die ist hier. Bei Gran Turismo 4 existiert diese Schikane nicht. So. Ah, das war knapp jetzt. Das wird sehr knapp. Ja, nicht so gut. Flüssig rausbeschleunigt. Jetzt muss ich die letzte Kurve gut hinkriegen. Und dann vielleicht schaffe ich eine neue Goldzeit jetzt. Ja, jawohl. Gut, dann kommt die nächste Goldzeit jetzt. Versuch Nummer 3. Ich muss hier die Bremspunkte finden. Ich weiß gar nicht, wann ich bremsen muss. Das ist echt extrem heftig. So, ich bremse extrem früh jetzt. Und unterschön, bis da geht nicht mehr. Das ist also echt nicht schön zu fahren. Das Motorrad sieht auch sehr abgespaced aus. So, hier den Bremspunkt jetzt irgendwo finden. Ja, okay, ich muss mich wirklich an die Gangzahl orientieren. Wenn die blinkt, dann muss ich wirklich bremsen. Oh mein Gott, untersteuern. Also würde mich echt wundern, wenn das jetzt eine Goldzeit wird. Oha. Und noch die Bande leicht berühren. Ich darf die Bande nicht berühren. Alter, das Motorrad ist scheiße zu fahren. Ganz ehrlich. Nicht so schön. Aber jetzt weniger fluchen, einfach fahren, weiterfahren. Oha! Also ich glaube, das wird auf jeden Fall eine Goldzeit. Mal gucken, wie... Ja, müssen wir noch gucken jetzt, aber... Oha, die Prüfung ist ja total einfach. Das kommt jetzt sehr überraschend, dass ich mit 4 Sekunden Vorsprung hier führe. Also, ja, egal. Hier kommt die nächste Goldzeit. So, eine Runde... erster Versuch übrigens, Runde Grand Rally. Ja, sind wir schon sehr häufig gefahren hier in diesem Let's Play. Vor allem auch die große Variante von Grand Rally. Deswegen kenne ich die Strecke eigentlich richtig gut. Also jetzt mit dem Motorrad zu fahren. Ja, ich kenne die Strecke natürlich innen auswendig. So, soll ich jetzt riskieren? Ne, ich riskiere diesmal nicht. Ich werde jetzt nicht so viel Curb nehmen, oder doch? Ja, komm, ich nehme doch Curb mit. Lässt sich aber deutlich angenehmer fahren jetzt als noch das vorige Motorrad. Können wir deutlich später bremsen? Okay, ich darf da nicht so viel Curb nehmen.
Ja, einfach jetzt so entspannt die Linie weiterfahren. Ich habe keine Ahnung, ob die Zeit jetzt, also ob wir schnell genug sind. Meine, New York hat sich richtig langsam angefüllt. Wir haben mit 4 Sekunden Vorsprung ja die Goldzeit geschafft. Also, mal schauen. Sieht aber eigentlich noch ganz gut aus, wie ich finde. Ich fahre jetzt einfach eine saubere Linie jetzt hier die ganze Zeit. Ich fahre jetzt nicht so aggressiv. Komm, hier kann ich richtig früh ausbeschleunigen. Weil wir dürfen wir die weiße Fläche auch nehmen. So. Das sollte reichen. Das sollte, meine ich, reichen jetzt schon für First Try jetzt. Jetzt schauen wir mal. Noch 10 Sekunden. Und... jawohl, das sieht sehr gut aus, ja. First Try. Ja, Grand Valley, die sind auch schon so lange oft gefahren hier in diesem Let's Play. Hier kommt die nächste Goldzeit. Versuch Nummer 5. Ja, hier ist, glaube ich, die Goldzeit schon relativ einfach, aber ich fliege die ganze Zeit auf die Schnauze. Weswegen ich hier einfach keine Zeit hinkriege. Vor allem Korkenzieherkurve und davor die Links, die schnelle Linkskurve, die ist ein bisschen gefährlich mit dem Motorrad. Wichtig ist hier mit dem Motorrad auch spät zu bremsen und auch richtig Schwung mitnehmen die ganze Zeit. Hier, ah okay, geht jetzt. Das ist ein komisches Motorrad, finde ich übrigens auch. Das sieht komisch aus hinten. So, spät bremsen. Also später als sonst, meine ich jetzt damit, weil die anderen Motorräder, da muss man echt immer sehr früh bremsen. So, jetzt hier vorsichtig fahren. Ich fahre ein bisschen vorsichtig jetzt. Ja, okay. Und jetzt hier den Bremspunkt finden und die Korkenzieherkurve auch vorsichtig fahren. So, ja, einigermaßen Bremspunkt getroffen. Okay. Hier ist das Motorrad richtig unruhig. Muss man echt vorsichtig fahren. Untersteuert richtig extrem. So, das sieht gut aus. Jetzt aber. Letzte Kurve nicht verhauen. Und jawohl, das sollte für die Goldzeit jetzt reichen. Ah, ja. Reicht aus. Super. 5. Versuch. Ja, hier kommt die nächste Goldzeit. Okay, erster Versuch. Ich bin echt mega auf die Schikane gleich gespannt. Ich glaube, das wird. Ich werde hier einige Versuche brauchen. Aber mal schauen. Ich lasse mich gerne positiv überraschen. Und ich habe übrigens. Das hat überhaupt nichts mit der Lizenzprüfung zu tun. Aber ich habe nachgeschaut. Die Curbs sind hier wirklich anders als im GT4. Im GT4 sind die Curbs rot-weiß. Habe ich extra nachgeschaut. Haha. Das habe ich nicht vergessen. So, aber jetzt. First Try. Vielleicht wird das First Try auch. Gold jetzt, mal schauen. Oh, untersteuern. Puh, okay, das Motorrad hat sehr viel untersteuern. Da wird die Schikane jetzt richtig lustig gleich. Und ich darf nicht vergessen, die letzte Kurve ist auch noch anders als in GT4. Das vergesse ich andauernd. Die Pylonen gar nicht treffen, wenn man die Pylonen einmal anfasst, sofort gescheitert. Das weiß ich ganz genau. So, jetzt hier einfach geradeaus Vollgas geben jetzt. Und den Bremspunkt finden. Ich habe jetzt auf die Gangzahl orientiert. Okay, das war jetzt eigentlich ganz gut bis hierhin. So, jetzt hier auch den Bremspunkt finden irgendwo. Kann ich hier abkürzen leicht? Ja. Geht eigentlich. Und? Ey, das wird sogar First Try, glaube ich. Jawohl. Sauber. Versuch Nummer 9. Oh mein Gott, ey. Nach 4 Minuten aber auch. Also, ich bin hier so häufig runtergefallen. Und Off-Track bin ich hier auch gefahren, gerne mal.
Oh, super ordentlich jetzt gefahren hier, die Kurven. Hier kann man richtig easy runterfallen. Also immer schön die L2-Taste loslassen dann auch. So, jetzt sehr vorsichtig die Kurve. So, das sollte aber jetzt für eine Goldzeit reichen. Jawohl. Hoffe ich jetzt. Bitte, bitte, bitte. Oh, das war richtig knapp, ey. 9. Versuch nach... Aber 5 Minuten habe ich ja gebraucht jetzt insgesamt. Versuch Nummer 4. Das erste Mal, dass wir auf dieser Strecke auffahren. Also zumindest in Tourstroppe jetzt. Hier muss man auch echt vorsichtig sein, nicht die Banden zu berühren. Das kann man hier ganz leicht machen irgendwie. Wie hier zum Beispiel. Oder hier. So, und auch die Kurve. Vorsichtig sein, hier kann man auch sehr leicht runterfallen. Vor allem die hat jetzt die Linkskurve hier. Ui. Boah, jetzt kommt eine andere Kurve. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir hier vorankommen. Okay. Aber es rausbeschleunigen. Ich versuche jetzt einfach eine saubere Linie zu fahren. Nicht sonderlich aggressiv. Okay, das war jetzt aber aggressiv. Ui, oh, jetzt habe ich Schluck auf. Aber das sollte reichen. Wir haben jetzt noch 13 Sekunden Zeit. Das sollte locker easy reichen. Wow. Hier ist die Goldzeit aber echt sehr großzügig gemessen, muss ich sagen. Ja. War die erste gezeitete Runde auch von mir. So, Fuji 90er Variante. Erster Versuch. Erstmal hier den Bremspunkt finden. Oi. Ich hab zu spät gebremst. Nee, eigentlich sogar ganz in Ordnung. So, jetzt kommt die Schikane hier. Auch hier den Bremspunkt finden. Okay. Sogar optimal getroffen. Ach, krass. Okay, gut, dass ich nicht den Körper geholt habe, sonst wäre das RIP. Da habe ich ein bisschen zu viel Schwung genommen, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wie sollen wir hier am besten Schwung nehmen. Ja, okay. Das wird knapp. Das wird sehr knapp, glaube ich. Da ist die Stadtziellinie schon. Oh mein Gott, das war richtig knapp, ey. First try übrigens auch. First Ride Try Mountain. Hier sind wir auch schon viele Rennen gefahren. Also die Strecke kennen wir auch ganz gut. Mal schauen, ob ich auch First Try hier Gold schaffe jetzt. So, einfach jetzt eine saubere Runde fahren.
weil die Strecke ist eigentlich mega motorradunfreundlich. Sozusagen wie den ganzen Bodenwellen hier und so. Also zumindest in Tourstrophy komme ich hier nicht so gut zurecht auf dieser Strecke. Deswegen einfach nur eine saubere Runde hinkriegen. Sehr schön. Also bis hierhin eigentlich eine gute Runde, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Zeit großzügig gemessen wurde, die Goldzeit hier. Also deswegen weiter pushen. Und hier vorsichtig sein, hier nicht zu stark einlenken. Jawohl. So, jetzt hat dir auf die letzte Kurve achten, ey. Nicht so viel, nicht so aggressiv einlenken. Und ja, das reicht auch locker aus. Sauber! Läuft doch echt gut jetzt. Noch eine Prüfung. Ja, Versuch Nummer 11. Puh! Hier eine flüssige Linie auch treffen. Okay, und hier ist auch wichtig, Exit auch gut zu treffen. Vor allem hier nicht so viel untersteuern. Also mit dem Gas ein bisschen aufpassen. Oh, ich habe ein bisschen zu viel Körper genommen jetzt. Das war jetzt nicht so gut. So, jetzt kommt die erste Schikane. Die ist aber relativ einfach. So, und jetzt kommen meine Angstkurven. Das war die 130R und dann noch die Schikane, ey, oh mein Gott. Puh! Ja. Das war's. Hurra! Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Juhu! Ich möchte gerne Wheelie machen, aber das geht einfach nicht. Ach, alles Gold geschafft. Yay. So, rühren wir das jetzt auf Ende und gucken, was wir jetzt so alles gewinnen. Erstmal wahrscheinlich wieder neue Klamotten und irgendein Motorrad. Gucken wir mal. Ich muss mich aber kurz strecken. Ey, oh, das war ein bisschen intensiv. Also die letzte Prüfung, die war, hat es wirklich in sich gehabt, ne, muss ich echt sagen. Aber hat schon Spaß gemacht auch. Ja, danke schön. Und jetzt erstmal alle Klamotten, die wir für Bronze kriegen. Sind wir ganz schön viele hier. Ich glaube, ich werde mir auch dann jetzt gleich neue Klamotten so aussuchen. Neue Helme wahrscheinlich. Okay, oh, das ist aber auch ganz schön viele Sachen hier. Aber jetzt kriegen wir hier wahrscheinlich irgendwie neue Helme oder so. Und? Ja. Naja. Und wir gewinnen hier noch irgendein Motorrad. 1135R. Mhm. Ist aber kein Rennmotorrad leider. Also werde ich wahrscheinlich nie nutzen, ey. Schade. Ja, und zwar machen wir jetzt noch Folgendes. Also erstmal werden wir hier die Klamotten uns anschauen. Wir haben ganz schön viele neue Klamotten bekommen.
Und wir können ja mal in Ruhe einmal gucken. Ich möchte aber jetzt nicht so einen Motocross-Typ machen, sondern einfach schlicht ganz normal irgendwas hier. Blau haben wir eigentlich noch nicht so richtig gemacht. Ne? Also irgendwas mit irgendwas Blau jetzt machen hier alles. Wir haben ja irgendwie besondere Handschuhe bekommen auch. Was ist denn das hier? Okay. Ich möchte ja schon aussehen wie ein Rennfahrer jetzt auch. Ich nehme mal, glaube ich, blaue Handschuhe hier. Ja, hier. Aber jetzt nicht so, sondern ich, irgendwas abgespaced ist jetzt auch. Ja, das sieht doch gut aus hier. Das sind, glaube ich, so solche Motocross-Boots, oder? Ja, einfach so blau, alles mit ein bisschen so blauer Akzente hier. Okay, unser Realm ist ein bisschen zu hell. Aber egal, passt schon so alles zusammen. Ganz cool eigentlich. Ja, und zwar möchte ich jetzt mir das nächste Motorrad holen. Ich muss jetzt mal kurz gucken, wie das Motorrad genau heißt. Und zwar... Ja, ne. Gucken wir uns mal hier die Motorräder an, besser gesagt. Wir sind noch nie mit einem Ducati gefahren. Ich glaube, ich werde mir einen Ducati jetzt holen. Ducati 999 heißt das Motorrad. Deswegen, Ducati, da bist du. Da sind auch nur zwei Motorräder. So, und zwar dieses Motorrad hier. Genau. Schön Werbung für Fila machen, ne? Ich trage gerne die Schuhe von Fila. Und, oh, wir fahren hier eine Runde Valencia. Das ist jetzt schon die nächste. Das ist sozusagen die... What? Was machen wir hier? Ach, wir müssen die Zeit unterbieten. Okay, das ist sehr interessant. Da bin ich mal gespannt, ob wir die Zeit unterbieten können jetzt hier auch. Das Krasse ist, ich kenne die Strecke einfach nicht so gut, ey. Und hier zieht direkt... Ah. Oh. Ich hoffe, die Zeiten sind ja großzügig bemessen jetzt. Ich lenke immer zu stark ein, ey. Aber ich glaube, die Zeiten sind jetzt großzügiger bemessen als noch in Lizenzprüfung. 1,44 hört sich jetzt nicht. Also ist eigentlich eine machbare Zeit, glaube ich, für so eine Strecke. Die ist nicht sonderlich lang, Valencia. Volle Konzentration weiterhin. Ich möchte das jetzt auch nicht so unterschätzen hier. Also, jetzt haben wir noch 20 Sekunden Zeit. Okay, die Prüfung ist doch relativ einfach. Jetzt haben wir noch 10 Sekunden Zeit. Ja, das schaffen wir locker. Jetzt können wir auch ein bisschen Video machen, ein bisschen Show hier machen. Und Stoppie von mir aus auch. Bäm. Oh, das nenne ich mal einen Unfall, ey. Ja, nice. Wir können jetzt die ganze Zeit zuschauen, wie unser Motorrad hier einen Breakdance macht. Ja. Sehr schön. Gut, nee, ich gehe auch hier raus, keine Sorge. Wir gucken uns dennoch halt nochmal einmal einen Status an. Erstmal holen wir uns das Motorrad hier noch. Ab. Da wir heute nur eine Herausforderung geschafft haben, haben wir jetzt 0,5% mehr als im letzten Part auch, glaube ich. Ja, sollte so ungefähr hinhauen jetzt. Filler, ja. Bring. Und wie weit sind wir vorangekommen? Jawohl, unser erstes Spezialmotorrad. So, wir können... Ach nein! Wir können... Ach doch, hä? Okay, ich dachte, ich hätte auf Herausforderungsmodus so gedrückt, aber nee. Wir gucken uns die Specs später, also im nächsten Part dann an von dem Motorrad. Wir haben für 37%, ach, ich kann nicht mehr reden. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, ne? Bis dann, ciao, ciao.